oder mangelnde Erfahrung. Gavinson ist der Gast jedenfalls, setzt auf längeres Gericht. Das Fleisch sorgsam heraushebeln, mit Fußeinsatz stabilisieren. Der Probebissen scheint zu schmecken. Also das ganze Stück. Aber Vorsicht, es ist lose und der Stamm ist rund. Das ideale Stocherwerkzeug braucht vorne an der Spitze einen Widerhaken. Dann klappt es auch. Kein Zweifel, diese Quellen sind Werkzeugnarren. Aber haben Sie wirklich eine Ahnung von Technik für kaledonischen Krähen? Sie gehören zur Forschungsstation von Auguste von Bayern und sollen Proben Ihrer Intelligenz liefern. Denken Sie ähnlich wie wir, wenn es um technische Dinge geht? Auguste bietet uns, etwas umständlich, eine Praline an. Wir sollten uns bedienen, ohne das Gerät an zwei unten in der Röhre statt einer Praline ein Mehlwurm lockt. Wie kommt man da an? Von unten ist alles dicht. Viel zu tief, die Röhre. Die Krähe scheint genauso ratlos wie wir. Irgendwie erleichtert. Jetzt ein Tipp von Auguste. Der Boden ist in Wahrheit eine Falltür. Mit einem Draht als Hebel kann man sie auslösen. Und das lässt sich ein leichter Druck und die Falltür klappt. Steht der nächtliche Spuk vor seiner Aufklärung. Die Überwachungskamera bringt es an den Tag. Formelei an der Schiebetür, Einsatz der Pfote und sich reindrücken. So schafft es Kater Benny in die Küche. Margarine hat er sicher nicht so gut. Er sucht lieber Mäuse, und zwar draußen. Und genau darauf hat ein anderer gewartet. Und die Luft ist rein, die Schiebetür offen. Ein Kehr auf Katzenpfaden, Frechheit siegt, und eine fette Mahlzeit lockt. Wie ein alter Stammgast marschiert er direkt an die Bar zur Margarinebox. Pures Bett, pures Vergnügen. Und rechtzeitig wieder ins Freie. Frech, schlau und wach im Kopf. Das Wobblige hier müsste eigentlich Clever Care heißen. Und diese Cleverness brauchen die Vögel auch in der Natur, um das richtige Futter zu finden. Nicht einfach.